Hallo liebe Drohnenpiloten und wie es werden wollen. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie ihr euren vorgeplanten Flug mit der Litchi App dreidimensional in der Google Earth Darstellung sehen könnt. Als erstes geht ihr mal bei euch in die Litchi App. In dem Fall habe ich schon eine Datei vorbereitet, also einen Flug. Da ist mein Wohnort auf der Insel Koh Samui in Thailand. So, nun öffne ich Lamai 1. Das ist der Flug mit 28 Wegpunkten. Und ich glaube 17 Point of Interest. Das heißt also, wo die Kamera hin ausgerichtet werden kann. Wie er das macht, das würde ich noch verlinken. Das ist eine wunderbare Seite im Internet, wo ihr lernen könnt, was ihr alles machen könnt mit Litchi. Ich möchte euch hier mal die Ausführung zeigen. Ich mache hier noch einige Korrekturen. Ich will nämlich noch die Kamera ausrichten auf ein Point of Interest, in dem Fall auf den ganz links, auf die Nummer 17, denn am Anfang fliege ich rückwärts. Im Film werde ich das dann Return reinbringen, also das heißt, also ich werde das umkehren, dann sieht das aus wie ein Vorwärtsflug. Ich überprüfe optisch noch, ob noch was nicht in Ordnung ist, dann werde ich das Ganze abspeichern, dann gehe ich in die Fly Litchi im Internet, den Link werde ich euch auch noch reinbringen. Ihr müsst sehen, dass ihr da eingeloggt seid mit dem gleichen Kennwort wie bei Litchi. Die Seite ist auch von Litchi und ihr öffnet in dem Fall hier Lamai 1. Öffnen. Können wir mal die Insel sehen, wo ich lebe. So, jetzt haben wir die ganze Flugbahn dargestellt. Wie ihr aber seht, ist da der Punkt 29. Ich weiß nicht, wieso der da noch eingetragen ist. Dann gehen wir in die virtuelle Litchi Mission. Darauf achten, dass ihr eingeloggt seid und ruft auch dort die Datei, in dem Fall Lamai 1, auf. Das ist eigentlich jetzt eine Seite, wo die Daten hergerichtet werden für Google Earth. So, und dann rufen wir nochmal auf und ihr seht die Geländestruktur und da ist dreidimensional der komplette Flug in Höhe schön dargestellt mit den Wegpoints, Point of Interest, seht ihr dort. Ihr müsst nur darauf achten, dass das Gelände angeklickt ist, sonst habt ihr alles flach. Dann seht ihr auch, ob er vielleicht in einen Hügel reinfliegt. Das ist ganz, ganz wichtig, also dass ihr das angeklickt habt. Jetzt überprüfen wir an dieser dreidimensionalen Darstellung das Ganze nochmal. Da fällt mir schon einiges auf, dass einige Höhen zu niedrig sind und wie schon gesagt, Wegpoint 29, den werde ich auch noch löschen. Aber das Löschen oder Ändern wird nicht hier stattfinden. Es muss immer wieder in der Litchi App geändert werden, damit ihr das nachher auch auf dem Copter direkt habt. Wir machen jetzt, wenn ihr weiter runterklickt, dann seht ihr eine virtuelle Mission.
Ihr könnt also euren Flug abfliegen, so wie ihr den Copter ausgerichtet habt, auf Point of Interest. Alles das wird übernommen. Hier in dem Fall, wie schon am Anfang gesagt, der Rückwärtsflug, der später ein Vorwärtsflug wird. Ich mache es also immer so, dass ich direkt an der Beach fliege und den Schnitt habe, denn von oben gesehen das Ganze, damit das ein bisschen interessant wird für die Zuschauer. Linke Seite sehe ich also so ein bisschen niedrig an der Beach lang. Und hier auch. Und dann gehen wir mal schneller zurück. Dann scheint hier alles in Ordnung zu sein. So. Und okay. Dann gehen wir zum Landen. Zum Landeposition gehen. Normalerweise will ich hier an Punkt 28 auch landen. Und hier gehe ich gerade zum Punkt 29. Und den werden wir jetzt ändern. Wie gesagt, wir werden jetzt hier aus dem Programm Google Earth rausgehen. Wir werden es schließen. Wir löschen jetzt das. Ja, Punkt 29 muss weg. So, jetzt gehen wir hier. Und da ist auch noch der Punkt 29. Wir klicken den an und können den direkt löschen. Hier speichern. Und wir gehen jetzt wieder zurück in die virtuelle Litchi Mission. Und da wird er auch nochmal aufgerufen. Da werden ja die neuen Daten von der Litchi App hochgeladen. Und wir geben die neuen Daten wieder direkt an Google Earth weiter. Okay, Punkt 29 ist gelöscht. Export. Wir sehen die Höhenkontur. Und wir überprüfen den weiteren Flug. Wir haben bei Google Earth auch die Möglichkeit, die Sonne noch einzublenden. Wir können also den Tag und die Uhrzeit eingeben, damit wir sehen, ob wir in die Sonne reinfliegen und eben halt ein schlechtes Bild bekommen im Video. Das ist eine tolle Sache, das mache ich auch immer wieder. So, ob das jetzt hier eingestellt wird, dass ich am Morgen fliege. Man sieht auch die Schatten von den Bergen. Also rechte Seite geht die Sonne auf. Und wir machen noch mal einen Flug. Hier, wenn man da auf dem Doppel klickt, dann wird das auch schneller. Ein bisschen schneller, haben wir jetzt schon alles gesehen. Und hier sind so ein paar Stellen, die sind ein bisschen zu niedrig über den Strand. Dann haben wir hier einmal den Big Punkt 20. Der muss noch geändert werden und wir gehen wieder zurück in die Fly Litchi im Internet, diese Datei, oder ihr könnt direkt in eure Litchi App reingehen. Klickt die an, da steht er auf 5 Meter. Das erhöhe ich auf 10 Meter. Da haben wir noch einen Punkt.
6 Meter. Dann gehen wir auf 10 Meter. Und schauen in Google Earth, wo es noch eng werden könnte während des Fluges. Wegpunkt 11 und 12. Das Ganze speichern wir jetzt auch ab. Gleicher Name. Wir rufen die virtuelle Litchi Mission auf. Open. Nummer 1. Kontrollieren, ob alles übernommen worden ist. Ja, die Höhen sind auf 15 Meter in dem Fall gesetzt worden. Dann können wir das Ganze extrahieren für Google Earth. Wir überprüfen das wieder. Sieht gut aus, ist höher. Okay, und Wegpunkt 20 hatte ich ja noch geändert. Ja. Also gefällt mir so. Das Ganze fliegen wir dann jetzt auch nochmal ab, die Sonne wird noch eingeblendet. Flugtag und Uhrzeit. So, ich hoffe, ich habe euch da was Neues zeigen können. Und bei meinem nächsten Film sind wir direkt vor Ort. Und dann werden wir mal sehen, ob das Ganze auch funktioniert in der Praxis. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.